Moin Moin Leute, ich bin Lilikopus Brain oder Foto Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Decarnation, unserem neuen RPG-Maker-Horrorspiel. Und alles hat angefangen bei dieser goldenen Statue von uns. Und wir wollen uns doch jetzt mal anschauen, was hier in unserer Albtraumsequenz hiermit passiert. Petrus, die Fleischgewordene, 1989. Der Ekel überwiegt nun den Stolz. Das ist auf jeden Fall ein Albtraum, würde ich mal sagen. Okay, wir können hier einfach wegschreien, wie es ausschaut. Okay. Da ist noch einer. Hey! Okay. Puh. Zu spät. Da links wird's, glaube ich, nicht weitergehen, oder? Es geht doch nur auf den Einzelnen. Oder geht's genau hier? Aha! Schlau einfach. Da sind noch die Blumen, die wir bekommen haben. Oh. Ich würde dich. Wie bitte? Okay, hier geht's rum. Joy! So viel Materie. Oh. So viele Formen. Weg mit dir. Gehen wir hier unten lang. Wie erhalte ich in der Liebe die volle Aufmerksamkeit? Das ist das Thema der heutigen Sondersendung. Aha. Weiter geht's. Was können wir hier noch lesen? Tampons, Speck, Gemüse. Nett. Gute Einkaufsliste. Oh! Nein! Oh! Bitte! Eine Chance! Okay. Und raus aus dem Museum, aber ganz schnell. Joy! Joy! Glory, da bist du ja. Ich hab nach dir gesucht. Hör zu, ich muss dir etwas sagen. Vorhin im Ausstellungsraum hat mich ein Typ sexuell genötigt. Was? Was hat er dir angetan? Nein, du verstehst nicht. Nicht mir, meiner Statue. Aber es war dasselbe, Joy. Ich schwöre, es war dasselbe. Ganz genau dasselbe. Oh. Okay. Typisch Gloria, muss immer aus einer Mücke einen Elefanten machen. Außerdem sollte dich das nicht sonderlich stören, wenn man bedenkt, womit du dein Geld verdienst. Hä? Huh? Womit ich mein Geld verdiene? Das war auf jeden Fall noch Teil des Albtraums, clearly. Und Gloria? Erzähl mir von dieser Statue. Gefällt sie dir? Sie ist lebensecht. Dann bist du bestimmt sehr stolz. Ich werde sie mir ansehen, wenn die Ausstellung nicht mehr so voll ist. Es fühlt sich irgendwie komisch an. In welcher Hinsicht? Nun, es ist, als ob... Also... Ach, egal, vergiss es. Es hat mich ja schon überrascht, dass du dafür posiert hast. Da du nie auf mich hörst, habe ich nichts gesagt, aber... Mama... Eine Statue hebt die Kunst des Bildhauers hervor, das Modell ist nebensächlich. Alle kennen Rodin, aber niemand den armen Mann, der stundenlang seinen Kopf mit der Faust stürzen musste. Und während dein Bildhauer den Ruhm einheimst, vergeudest du deine Jugend und ein Potenzial in diesem schäbigen Kabarett. Mama... Gloria, Liebes, du bist Tänzerin. Dein Körper ist dein Kapital, du arbeitest hart daran, aber... Nun, du weißt, was ich meine. Ich kenne es ja noch von früher. Ja, ja. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, bekommst du noch Schwierigkeiten.
Vermutlich früher, als du denkst. Und wieso glaubst du, dass ich meine Karriere schleifen lasse? Oh, aber gibt es in der Hinsicht denn etwas Neues, Liebes? Und ob? Ein neues Projekt, ein künstlerisches? Etwa noch eine Statue? Nein, überhaupt nicht. Eine internationale Show, mein ganz eigenes Werk. Na, das ist doch mal was. Und mit welchem Geld willst du das verwirklichen? Die St. Louis Stiftung wird es finanzieren. Die St. Louis Stiftung? Etwa die von der St. Louis Gruppe? Ganz genau. Herve St. Louis ist ein sehr bedeutender Kunstmäzen und mein größter Bewunderer. Er hat mir sogar Blumen geschickt. Ein prächtiges Rosenbouquet. Und wo hat er dich angesprochen? Etwa abends am Ausgang deines Kabaretts? Natürlich nicht. Ich habe ihn auf einer Cocktailparty kennengelernt. Gloria, ich sag das ja nicht oft, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt. Wir denken sogar über eine Welttournee nach. Tokio, New York, Herve vertraut mir bedingungslos. Dabei fällt mir ein, ich sollte seine Assistenten zurückrufen. Und zwar so bald wie möglich. Tja, es wirkt so, als ob sie ihre Mutter einfach nur... Kabarett Black Swan, 19 Uhr. Als ob sie ihre Mutter einfach nur beeindrucken wollte jetzt in diesem Moment. Und da ist jemand Neues, der vortanzt, hä? Aldo, du lässt vortanzen. Davon hast du mir gar nichts erzählt. Hallo Gloria, hat Stephanie es dir denn nicht ausgerichtet? Nun, sie hatte mich nicht ausdrücklich darum gebeten. Oh, nun gut. Jedenfalls freut es mich, dass du hier bist. Soll ich die Kandidaten bitten, eine kurze Pause einzulegen? Nein, dazu fehlt uns die Zeit. Es warten noch zu viele andere. Du wolltest mich sprechen. Also gut, Gloria. Wie du weißt, bist du unsere erfahrenste Tänzerin und unsere fleißigste. Und deshalb erhöhst du meine Gage? Vielleicht, aber darum geht es jetzt nicht. Gloria, ich möchte, dass du die neue Tanztrainerin des Black Swan wirst. Wie bitte? Lass es mich erklären. Nächstes Jahr wollen wir die Zahl der Tänzerinnen von 5 auf 8 oder vielleicht sogar auf 10 erhöhen. Die Neuen und selbst die Aktuellen brauchen Training. Es sind alles süße Dinger, keine Frage, aber sie haben das Tanzen nicht gerade bei Noriju gelernt. Also dachte ich an dich als Mentorin und Trainerin. Aldo, Tänzerin auszubilden bedeutet eine Menge Arbeit. Wie soll ich das neben meinem eigenen Training und den Auftritten schaffen? Das ist unmöglich. Nicht neben, Gloria. Anstelle von. Was? Wie meinst du das? Nun, wenn du Vollzeit als Tanztrainerin arbeitest, brauchst du dich nicht nur auf der Bühne abzurackern. Aber du hast dir einen ruhigeren und sicheren Job verdient, Gloria. Aber ich will nicht hinter den Kulissen arbeiten. Ich will auf der Bühne stehen, Aldo. Das ist mein Beruf. Nächstes Jahr, das Jahr danach und... Gloria, du weißt, dass du die Bühne irgendwann einer anderen überlassen musst. Du machst das jetzt schon 10 Jahre. Aber ich bin noch nicht einmal 30, Aldo. Umso besser. Dadurch wirst du noch besser auf die Bedürfnisse der jungen Tänzerin eingehen können. Du wirst schnell lernen, wie man Leute managt. Aldo, komm schon. Alles wird gut. Ich flehe dich an. Denk erstmal ein bisschen darüber nach, dann. Wirst du mir noch danken? Glorias Gebäude, 20 Uhr. Puh. Ganz schön dreist, sie dann so abzufrühstücken. Puh. Das ist hart. Können wir hier jetzt eigentlich auch wieder klopfen? Ob meine Nachbarn wohl auch an meiner Tür herumfummeln? Actually, eine gute Frage. Joy! Entschuldige, dass ich hier unankündigt aufkreuze. Nein, nein, ich bin froh, dass du hier bist. Warum hast du denn nicht drin gewartet? Hast du etwa den Schlüssel nicht mehr, den ich dir gegeben habe? Doch. Du hast die Schatulle nicht Du... Es geht nicht nur um den Schlüssel, Gloria. Hör zu. Schieß los, ich höre in letzter Zeit sehr viel zu. Es geht um uns. Du hast alles, was man sich in einer Partnerin wünschen könnte. Und ich hatte in den letzten 3 Monaten eine richtig tolle Zeit mit dir. Aber jetzt soll daraus plötzlich mehr werden. Mehr als eine gute Zeit und das passt einfach nicht zu mir. Ich verstehe. Deshalb gebe ich dir die Schatulle mit dem Schlüssel wieder zurück. Das war wirklich nett von dir. Ich verstehe total, wenn du jetzt sauer auf mich bist oder traurig. Das war ja völlig normal. Sauer? Ich? Wie so um alles in der Welt sollte ich sauer sein? Na, wegen allem, weil ich hier mit dir Schluss mache. Aber warum sollte ich deswegen auf dich sauer sein? Dazu gibt's keinen Grund. Ich bin sogar erleichtert. Wir sind einfach viel zu verschieden. Das hätte nie funktioniert. Ja, vielleicht.
Okay, dann gehst du jetzt wohl besser. Du hast bestimmt Unikram vorzubereiten. Pass auf dich auf, Gloria. Einerseits irgendwie wirkt es erwachsen, wie sie damit umgeht in der Hinsicht. Andererseits ist sie, glaube ich, gerade kurz vor einem Meltdown. Ja. Sie ist immer noch so ein Bob, ne? Na. Oh. Okay, wir haben unsere Fassung verloren. Also, es sieht aus wie eine Verbildlichung davon. Hallo? Guten Abend, Gloria DeBasta am Apparat. Gloria, schön von Ihnen zu hören. Wie geht es Ihnen? Fantastisch, danke. Ich würde es gerne annehmen. Monsieur Saint-Louis' Angebot. Die Show, die Tournee, alles, was er von mir will. Ich bin dabei. Hallo? Ja, bitte entschuldigen Sie. Das hat mich nur etwas überwältigt. Das sind wundervolle Neuigkeiten. Also gut, Gloria, dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Ich werde Ihnen gleich einen Termin mit Monsieur Saint-Louis machen. Was sagt denn sein Terminkalender? Morgen früh 7.30 Uhr im Bois de Boulogne? Im Bois de Boulogne, morgens um 7.30 Uhr. Ja. Monsieur Saint-Louis liebt die Ruhe, die man dort früh morgens hat. Stellt das ein Problem für Sie dar? Ganz und gar nicht. Alles prima. Ich muss Ihnen den Weg beschreiben, also hören Sie genau zu. Am Ende des Hauptwegs zweigt auf der rechten Seite ein Pfad ab, der durch den Wald führt. Durch den Wald? Rechts durch den Wald. Folgen Sie diesem Pfad, bis Sie den See erreichen. Okay. Monsieur Saint-Louis wird dort auf Sie warten. Am See, hä? Huh? Dieser Ort wurde von unzähligen Künstlern besungen und Gemälden verewigt. Hör mal. Sie werden sich dort sicher wie zu Hause fühlen. Ich finde immer noch die Pixelart-Visualisierung hier sieht so hübsch aus, ne? Das ist auch eins der Dinge, das mich bei dem Spiel direkt fasziniert hat. Monsieur Saint-Louis? Warum sieht das aus, als ob wir gerade angeschossen worden sind? Schließe den ersten Akt ab. Akt 2. Die Gefangene. Okay, von der Tänzerin zur Gefangenen. Toll. Tag 1. Oh Gott. Wir sind ein bisschen zerzaust. Aua. Wo? Okay. Willkommen mit deinem neuen Zuhause, Gloria. Das Essen ist bald fertig. Wer sind Sie überhaupt, Monsieur Saint-Louis? Ich bin der Maestro dieses großen Hauses. Was? Ich habe nichts bestellt. Wo bin ich? Hab keine Angst. Du bist genau dort, wo du sein sollst. Das Essen wird in Kürze serviert. Welches Haus?
Hey, See, wo zum Teufel bin ich? Ich muss ihr Telefon benutzen. Hey, ich muss telefonieren. Ich sagte, ich muss telefonieren. Ich, oh je, tut mir schrecklich leid, aber das geht nicht. Warum? Wer zum Teufel bist du? Ich bin einfach nur Bob, der bescheidene Diener dieses großen Hauses. Warte. Wir tun beide, was der Hausherr verlangt. Glaub mir, wird alles gut. Moment mal. Ich kenn dich doch. Du bist der Perverse, der in dem Museum. Oh je, du warst an dem Morgen ja im Museum. Ich will gar nicht daran denken, wie das ausgesehen haben muss. Aber ich muss das tun. Sonst wären sie nicht genau genug geworden. Genau genug? Die Maße. Der Hausherr gab mir ein Maßband, um die Maße der Statue zu nehmen. Für die Kleider. Sie sind so schön geworden, dass eine Prinzessin sie tragen könnte. Es ist immer besser, wenn wir tun, was er verlangt. Ich brauche keinen Personal Shopper. Lass mich hier raus. Tut mir leid, ich weiß, wie schwer es ist, ein neues Leben zu beginnen. Wie verwirrend. Aber das hier ist real. Der Hausherr hat dich hierher gebracht und wir werden uns um dich kümmern. Der Hausherr, die Maße, ein neues Leben? Nein, nein, nein. Das ist ein Witz, oder? Oder halluziniere ich? Gloria, wach auf! Ich habe Meetings und eine Show. Mein Publikum braucht mich. Ich muss jetzt gehen. Sonst verpasse ich meinen Auftritt. Das kann nicht sein. Real? Oh? Ein alter Karton, der stinkt nach Staub und Schimmel. Wer hat die wohl gezeichnet? Sieht aus wie von einem Kind. Das Tor ist weg, jetzt ist da nur noch die düstere Treppe zu einem ungewissen Ausgang. Und was ist das da oben für ein Gesicht? Sieht aus wie eine Pepperoni mit Gesicht. In dem Altar war ich wahnsinnig schüchtern, in dem Alter. Und dann war da dieser komische Musiklehrer, der mir immer Angst machte. Wo zur Hölle sind wir? Da oben steht auf jeden Fall Bob. Das Black Swan? Die Menge versammelt sich. Natürlich, sie warten auf mich. Uff. Okay, wir können uns auf jeden Fall nicht verteidigen. Noch nicht. Künstliche Wimpern und zu viel Lippenstift. Daran sehen sie sich nie satt. What the... Ohne Dunkelheit kann ein Scheinwerfer keine Magie entfalten. Wohl wahr? Ist da unten eine Kartoffel? Hier? Eine Kartoffel mit so Nägeln drin. Aldo! Und die Assistentin! Siehst du, Aldo? Manchmal muss die Show aufhören. Damit wichtigere Dinge weitergehen können. Endlich findet er etwas Ruhe. Boah, das ist ja eine noch geilere Version von dem Lied. Los geht's! Frischfleisch oder altes Wachs? Das Wichtigste ist doch, was darunter liegt. Warum war oben links jetzt so ein Licht und sonst sind die alle rot? Was zur Hölle? Wie viele Jahre ist meine letzte Show her? Wo sind wir überhaupt genau? Also in welcher Art? Aldo hatte immer Champagner für uns. Das Make-up für die Shows mussten wir aber selbst kaufen. Alle möglichen Kleider. Wir sind die einzigen Vögel, die sich hier ihr Gefieder aussuchen können. Uff, diese Treppe ist nicht nur im wörtlichen Sinne verdreht. Nö, die ist fancy.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wir gerade in irgendwie so einer Art Koma oder so liegen. Das kann doch alles nicht real sein. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, bekommst du noch Schwierigkeiten, vermutlich früher als du denkst. Das hat die Mutter gesagt. Nee. Vermutlich früher als du denkst. Eldo hat das gesagt. Oder? Oh, das war glaube ich nicht richtig. Für die Kleider, sie sind so schön geworden, dass eine Prinzessin sie tragen könnte. Das hat der Diener gesagt. Du bist 29, oder? Okay, wer das... Könnte Petrus gewesen sein? I don't know. Du hast dir einen ruhigeren und sichereren Job verdient, Gloria. Das hat Eldo gesagt. Hey, wieso führst du dich so kindisch auf? Warum bist du plötzlich so trotzig? Joy? Okay, und jetzt ist die Frage, was hat Gloria... Ich sag das ja nicht oft, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das war unsere Mom. Ja. Ah, Fanette, was für eine Schönheit. Ein leibgewordener Botticelli. Boah, ist das alles gerade cool gemacht, Mann. Aha. Tag 2. Immer noch gefangen. Oh. Aber Freunde, wie es hier in der Gefängniszelle weitergeht, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain, Tüdelü mit Ü. Brrr.